Die große Zusammenfassung, alles, was du über das Trading wissen musst, von Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, für jeden ist was dabei, also eine komplette Zusammenfassung in diesem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen. In diesem Video geht es um einiges, und zwar alles, was man über das Traden wissen muss, alles, was ich benutze, quasi einmal ein kompletter Rundumschlag. Es sind so viele Fragen aufgekommen. Das Ganze wird ein zweigeteiltes Video sein. Im ersten geht es um Software Broker und alles. Und im zweiten beantworte ich die ganzen Fragen, die sich so angestaut haben über die letzte Zeit, die ich immer wieder bekommen habe. Also zwei Videos, wo alles erklärt wird, was man wissen muss. Als allererstes, wie fängt man überhaupt an, wenn man Futures traden möchte? Ganz einfach. Ihr habt die Möglichkeit zwischen EU-Brokern und US-Broker. Ich würde euch immer empfehlen, nehmt US-Broker. Auch wenn man dafür Englisch braucht für die Anmeldung, es ist nicht schwer für die Leute, die kein Englisch können. Es gibt viel in Deutsch. Die Broker haben Deutsch-Support, die euch behilflich sein können. Was das Ganze angeht, ist also nicht zu kompliziert. Das kriegt jeder hin. Wenn man gar keine Ahnung von Englisch hat und nichts geschissen kriegt, dann sollte man auch traden sein lassen, weil im Trading allgemein viel auf Englisch ist und so ein gewisses Grundverständnis in Englisch ist einfach für diesen Beruf notwendig. Das heißt, wenn ihr kein Englisch könnt, Step 1, lernt erstmal ein halbes Jahr grundlegende Englisch-Sachen, dass ihr mit diesen ganzen Sachen überhaupt klarkommt, bevor ihr euch weiter mit Trading beschäftigt. Das ist schon mal das A und O. Dann nehmt keine europäischen deutschen Broker. Die ganzen Gebührenkonzepte, alles ist viel zu teuer. Software-Support bei europäischen Brokern ist alles nicht gut. Macht alles keinen Sinn. Das heißt, wenn man richtig traden will, Futures werden in Amerika getradet. Futures sind ein amerikanisches Derivat. Kaum einer auf der Welt, der nicht Futures traded, ist bei einem amerikanischen Broker. Das heißt, nehmt amerikanische Broker. Ich habe euch mal ein paar rausgesucht, die man benutzen kann. Jetzt ist ganz wichtig, Broker, Software, Datenfeed, das sind viele, viele Sachen, die einen verwirren am Anfang. Es ist immer so, ihr braucht als allererstes einen Broker. Bei einem Broker eröffnet ihr ein Trading-Konto. Wenn das Trading-Konto kapitalisiert ist, könnt ihr über euren Broker, über das Web-Interface, das ist bei jedem Broker eigentlich gleich, könnt ihr einen Datenfeed buchen. Bei Futures braucht ihr immer einen Datenfeed. Das heißt, ihr müsst die Kursstellung, also die Kurse, die ihr bekommt, die müsst ihr kaufen monatlich. Das kostet Geld. Das ist bei Futures immer so. Das ist nicht wie zum Beispiel bei den CFDs bei MetaTrader, dass man das umsonst vom Broker bekommt. Kostet, je nachdem, wie viel Märkte ihr wollt, zwischen $5 und $30 je Monat. Das unterscheidet sich, je nachdem, welche Märkte ihr wollt. Jetzt auf die amerikanischen bezogen, europäische werden dann nochmal 20 Euro extra im Monat. Dann gibt es Level 1 und Level 2 Daten. Level 1 Daten sind die Daten ohne die Limit Orders. Level 2 Daten sind die Daten mit den Limit Orders. Limit Orders braucht ihr nur, wenn ihr mit einem visualisierten Orderbuch traden wollt, sprich ihr wollt Bookmap benutzen oder ihr wollt einen Trading Dome, also ein wirkliches Death of Market Orderbuch benutzen. Ansonsten für normalen Footprint und alles reichen die Level 1 Daten. Das heißt, Broker auswählen, schauen, welche Software unterstützt der Broker, ist die Software bei, die ich haben möchte, Geld einzahlen, dann über den Broker auf deren Webseite vom Broker den Datenfeed buchen, Datenfeed nicht über Drittanbieter bzw. über die Datenfeed-Anbieter selber buchen, dann sind es deutlich teurer, ihr werdet als Professional eingestuft, wenn ihr nur reine Datenfeeds ohne dazugehöriges Konto bucht, nicht machen, ihr braucht immer für einen Datenfeed ein dazugehöriges Trading-Konto. Niemals mehr zwei Datenfeeds auf euren Namen holen, sonst werdet ihr auch als Professional eingestuft und zahlt dementsprechend deutlich höhere Datenfeed-Gebühren. Also, Konto eröffnen, Geld einzahlen, Datenfeed buchen, Tag später Datenfeed ist frei, dann könnt ihr euch in die Trading-Software eurer Wahl einloggen. Haupt-Trading-Software, die so benutzt werden aktuell, sind im Retail-Trader-Bereich, ist NinjaTrader, ist Atas, ist Sierra Charts, ist Bookmap und dann wird's auch schon, und Quantower, und dann wird es auch schon alles ein bisschen komplizierter, was die Software angeht. Quantower ist umsonst, wenn man bei gewissen Brokern ist, wie zum Beispiel bei AMFI Futures und ein CQG-Datenfeed hat, kann man die Software umsonst benutzen, ist für den Einstieg nicht schlecht, ist aber, was die Visualisierung und Features angeht, nicht so gut. Deswegen empfehle ich immer, nehmt NinjaTrader, Sierra oder Atas. Sierra muss man außen vor lassen, was die Bedienung angeht, ist sehr kompliziert. Wenn ihr nicht schon Sierra benutzt, werdet ihr jahrelang erstmal nur Zeit investieren, um die Software überhaupt zu verstehen, weil die Software so kompliziert ist. Ist nicht nötig. Für wenn ihr euch das einmal angetan habt, ist es gut, dann könnt ihr Sierra weiter benutzen. Ich würde aber keinem Neueinsteiger raten, auch nur in irgendeiner Form Sierra zu benutzen, weil einfach der Aufwand, um nur Sierra zu verstehen, so groß ist, dass in der Zeit keine Zeit habt, um euch überhaupt noch ums Trading zu kümmern, weil Sierra einfach euch komplett vereinnahmen wird.
Okay. Das heißt, Broker, Datenfeed und schauen, welche Trading-Software ihr benutzen wollt. Dabei gibt es eine Besonderheit, wenn ihr zum Beispiel den NinjaTrader benutzen wollt. Ihr seht es hier im Hintergrund, das ist die Webseite von NinjaTrader, einfach ninjatrader.com. NinjaTrader, wenn ihr den benutzen wollt, empfehle ich euch immer auch NinjaTrader Brokerage zu benutzen. Ihr seht es hier oben direkt Account eröffnen. Das ist quasi nicht nur eine Trading-Software, die man kaufen kann, sondern NinjaTrader hat als Ausnahme zu allen anderen auch eigenes Brokerage. Das heißt, ihr könnt bei NinjaTrader euer Konto öffnen, Geld einzahlen, darüber läuft alles ab. NinjaTrader, jetzt wieder eine Ausnahme, ist der einzige Broker, die aktuell kein EU-Konto anbieten. Das heißt, wenn ihr NinjaTrader benutzen wollt mit NinjaTrader Brokerage, müsst ihr das Geld auf ein amerikanisches Konto überweisen. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein, internationale Überweisungen zu machen. Nach Amerika geht nicht mit IBAN. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist, wenn man vielleicht ältere Bankkonten hat, zum Beispiel bei einer Sparkasse, ist das bei Online-Banking nicht möglich. Das heißt, ihr müsst physikalisch in eure Bank reingehen und das machen. Das ist immer wichtig, was man wissen muss. Das macht NinjaTrader ein klitzekleines bisschen nerviger bei der Anmeldung. Alles andere ist sonst wie bei den Brokern auch. Gebührenmodelle, was ihr pro Trade bezahlt bei den großen Future-Brokern, sind minimal. Die Unterschiede haben keinerlei Auswirkungen auf eure Trades, sind damit absolut zu vernachlässigen. Das gleiche gilt für Datenfeed-Gebühren. Also NinjaTrader als Software und Broker als eins könnt ihr benutzen, ist kein Problem. Wenn ihr NinjaTrader benutzt, mein Footprint ist nicht der Original-Footprint von NinjaTrader, sondern von MZBank. Das heißt mzbank.pro, auf die Internetseite gehen, einfach bei Google eingeben, könnt ihr euch MZBank runterladen. Dann habt ihr ein Add-on, das muss man kaufen für den NinjaTrader. Und dann könnt ihr den Footprint benutzen, wie ich ihn benutze. Ich würde euch nicht empfehlen, den NinjaTrader eigenen Footprint zu benutzen. Dann, nächster Broker ist AMP Futures, ist einer der bekanntesten und größten Retail-Broker. Das heißt nicht, dass die am meisten Geld verwalten, sondern einfach, da sind die meisten normalen Retail-Clients, die dort halt traden. Warum? Gebührenmodell ist mit Abstand am günstigsten. Den ganzen Aufmachen, Webinterface, Datenfeeds, Gebühren und auch die ganze unterstützte Software, das geht ja noch sehr viel weiter, also die unterstützen sehr, 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 sehr viel, ist sehr, sehr gut. Deswegen benutzen wir ihn auch viele. Aber ihr könnt kein AMP mit NinjaTrader benutzen. Das heißt, wenn ihr AMP benutzen wollt, macht es Sinn, dass ihr Atlas benutzt, Sierra Chart benutzt oder zum Beispiel Bookmap oder reines Orderbook-Trading machen wollt. Das heißt, dann auf jeden Fall AMP Futures benutzen. Weiterer guter Broker ist Global Futures and Forex. Ist auch ein amerikanischer Broker, deckt genau dasselbe ab. Einfach nur, dass ihr noch eine Alternative zum AMP Futures habt. Dann, so dass einer der Creme de la Creme Broker ist Stage 5. Kommt immer ein bisschen drauf an, was die an Software unterstützen, was man da nehmen kann. Gerade so ein Jigsaw Trading, was ich auch gerne benutze, Sierra Charts kann man benutzen und so weiter und so fort. Müsst ihr euch selber durchlesen, was alles an Software unterstützt wird und was ihr benutzen wollt. Ist ein extrem, extrem guter Broker. Extrem gute Datenfeeds. Macht aber für Anfänger-Trader im Retail-Bereich auch keinen Sinn. Und macht eher Sinn, wenn man Richtung Orderbook-Trading, Boom-Trading gehen will, weil man hier wirklich sehr, sehr gute Datenfeeds hat und der Broker allgemein extrem gut für sowas geeignet ist. Wenn ihr dann noch mehr wollt, quasi noch mal eine Version krasser und mehr Geld ausgeben wollt, gibt es noch Trading Technologies. Die haben eine eigene Trading-Software, Datenfeed, Serverfarmen, eigenes AI, Strategy-Builder und. Das ist so die Creme de la Creme an Broker-Software, alles, was es gibt. Ein Nachteil hier, deren eigene Software unterstützt keinen vernünftigen Footprint. Es gibt da so ein Add-on für, das ist aber alles nicht gut. Das heißt, wenn ihr mit Orderbook traden wollt und mit normalen Charts, dann ist Trading Technologies sehr, sehr gut. Den Footprint mag ich überhaupt nicht. Das heißt, das ist mehr für die Hardcore-Orderbook-Scalper gedacht. Dann Datenfeed. Gibt es mehrere Möglichkeiten, beziehungsweise zwei, die ich empfehlen würde. Jetzt außer ihr nehmt natürlich Stage 5 oder ihr nehmt TT, ihr nehmt eure eigenen. Dann gibt es CQG und Rhythmic. Ich mag lieber CQG als Rhythmic. Rhythmic hat den Vorteil, ihr habt mehr Level-Markttiefe. Das heißt, für Orderbook-Trading oder für Dome-Trading kann das interessant sein. Ich benötige es aber nicht für meine Sachen. Deswegen benutze ich CQG aus folgendem Grund. Ich mag den Rhythmic R-Trader Pro nicht. Das heißt, dass deren eigene Software, mit der man mal Sachen nachgucken kann. Ich mag deren Web-Applikationen nicht. Ich mag deren Handy-Applikationen nicht. Das finde ich alles bei CQG deutlich besser. Bedeutet, ihr habt eine Web-Applikation, ihr habt eine Handy-App. Sollte mal irgendwas auf eurem PC abstützen, könnt ihr alles innerhalb von ein paar Sekunden an eurem Handy schließen. Sehr übersichtlich, sehr gute App, funktioniert sehr gut. Allein aus dem Grund mag ich CQG. Ne, das sind die beiden Unterschiede. Dann, seht ihr im Hintergrund, ich habe jetzt eine CQG-Seite auf dem Trade Symbols.
Hier könnt ihr nach den Symbolen suchen, dass ihr wisst, wie die heißen, weil bei NinjaTrader heißt zum Beispiel der S&P 500, Uniquartal heißt zum Beispiel ES09 und dann das Jahr in dem Fall 23. Im Future dagegen, im CQG, bei nicht NinjaTrader, weil bei NinjaTrader ist das Quartinium-Datenfeed, der zwar von CQG mitkommt, aber es ist halt von NinjaTrader eigens benannt, weil diese Sachen hier, diese Bezeichnungen, die ihr hier seht, stehen unter Copyright-Schutz. Deswegen heißt das bei NinjaTrader anders. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, seht ihr hier oben, der S heißt hier einfach nur ES0923. Das heißt, der Kontraktwechsel, den wir alle 3 Monate in den Indizes haben, das heißt 03, 06, 09 und 12, 23, ist hier halt ganz normal mit den Monaten drin, finde ich persönlich deutlich besser. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal bei CQG direkt angucken, ist das Ganze ein bisschen verwirrender, weil ihr seht es hier oben, hier heißt es Futures, ihr seht ja, es ist Futures, ES, EP für S&P 500, dann ist das nicht der 09, sondern der U und dann 23. Das heißt, das ist ein bisschen nerviger, weil hier muss man sich merken, wie diese 4 Abkürzungen heißen für die verschiedenen Monate, beziehungsweise für die verschiedenen Quartale. Und das ist H, M, U und Z. Finde ich persönlich nicht ganz so gelungen, aber so ist es halt. Deswegen kann man das Ganze dann hier einmal nachlesen. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, wie ein Symbol heißt, gebt einfach den Symbolnamen grob ein, was ihr wisst, wie er ungefähr heißt. Ne, zum Beispiel, wenn ihr jetzt grün haben wollt, gebt ihr CL ein. Klickt einmal auf Apply, dann seht ihr hier, seht ihr, was es alles gibt. Und dann seht ihr natürlich hier, oh, ist ja gar nicht alles so einfach, Öl zu finden, muss man hier durchgehen, muss man vielleicht statt Öl Oil eingeben und so arbeitet man sich da dadurch, um rauszufinden, wie die Symbole zu heißen, also wie die Symbole heißt, finde ich persönlich nicht ganz so gut, aber so ist es halt, ne? Gehört halt mit dazu, ihr seht es auch hier, dann sind die für die verschiedenen Monate die Abkürzung der Buchstaben, ne? Bei Rohstoffen zum Beispiel, wenn es monatlich wechselt, also monatlich wechselt oder alle 2 Monate wechselt, gibt es halt diese Unterschiede, nur dass ihr Bescheid wisst. Dann, als nächstes, was ist wichtig? Economic Calendar. Wirtschaftsnachrichten, ganz, ganz wichtig. Hier reinschauen immer, was ist wichtig? 3 News, also 3-Sterne-Sachen sind nur wichtig, den Rest könnt ihr ignorieren. Das heißt, ihr könnt mit Filtern arbeiten. Guckt euch jeden Tag an, was ist wichtig, was nicht. Also, ne, wollen wir 3 Sterne, markiert euch das, macht eine Viertelstunde vorher, Viertelstunde nachher. Kleine Trades an US-Feiertagen, gar nicht traden. Next. So, NinjaTrader haben wir auch durch. Next, Trading Software. NinjaTrader, klar, als Trading Software hatten wir schon. Dann einmal Atas als Trading-Software, muss separat erworben werden, genau wie NinjaTrader. Und jetzt kommen wir so zu den 2 etwas besonderen Trading-Softwaren, die ich benutze. Das ist einmal Bookmap. Bookmap ist ein visualisiertes Orderbuch. Braucht ihr, wie gesagt, ein extra Datenfeed für, müsst ihr euch bei einem Broker anmelden. Eine Besonderheit gibt es hier. Wenn ihr zum Beispiel Bookmap und Atas gleichzeitig benutzen wollt, braucht ihr 2 Datenfeeds. Wollt ihr aber NinjaTrader und Bookmap gleichzeitig benutzen, reicht ein Datenfeed, weil es eine sogenannte Bridge-Funktion gibt. Ihr könnt NinjaTrader mit einer Bridge mit Atas, mit Bookmap verbinden. Das heißt, wenn ihr NinjaTrader auf habt, ihr müsst NinjaTrader anhaben, wird euer Datenfeed automatisch an Bookmap weitergeleitet und ihr könnt das Ganze so zusammen benutzen. Ist ein Vorteil, weil man keinen doppelten Datenfeed braucht. Ansonsten braucht ihr halt 2 Datenfeeds oder ihr kickt euch halt ständig aus euren Accounts raus, was super nervig ist. Das heißt, einmal Bookmap visualisiertes Orderbuch. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit und zwar Jigsaw Trading. Das ist ein Orderbuch. Das ist ein reines Orderbuch, ihr seht es hier im Hintergrund, ja, oder hier bei ihm im Hintergrund, das ist ein richtig reines Orderbuch, die haben mittlerweile auch einen Footprint, der ist auch sehr gut. Das ist auch eine eigenständige Trading-Plattform, die man aber auch wieder mit NinjaTrader verbinden kann, aber nicht muss, die funktioniert auch eigenständig. Was ein Orderbuch ist, der Vorteil ist, extrem schnelle Trading-Plattform, also das heißt, Aktualisierung, Ausführung sind wirklich extrem, extrem gut bei Jigsaw Trading. Die Software ist sehr schlank, sehr schnell, sehr einfach zu bedienen, sieht gut aus. Der Footprint ist extrem gut, das Orderbuch ist extrem gut und die ganzen Shortcuts, was man machen kann, sind extrem gut. Das heißt, wenn ihr unbedingt nur mit Tastatur traden wollt und ihr wollt zum Beispiel Footprint traden oder ihr wollt mit NinjaTrader zusammen traden, ist das eine sehr gute Kombination, dass ihr Jigsaw Trading, das Orderbuch benutzt und das Ganze mit eurem NinjaTrader verbindet. Geht hier nämlich auch wieder per Bridge oder auch einzeln. Das heißt, ihr braucht keine 2 Datenfeeds im Best Case. Und darüber habt ihr dann extrem gute Möglichkeiten, halt viele Märkte gleichzeitig mit Shortcuts zu traden, ohne dass ihr ständig in irgendwelche Fenster klicken müsst, irgendwas aktivieren müsst. Großer, großer Vorteil im Vergleich zu den ganzen anderen Trading-Softwaren, weil das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Nachteil, ihr müsst $50 im Monat bezahlen, um live mit der Software traden zu können, plus ihr müsst sie einmalig kaufen.
Das war's mit meiner Zusammenfassung. Jetzt geht es bei mir im Live-Trading-Room weiter. Es ist US-Eröffnung. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. Wir sehen uns im Live-Trading jetzt. Ciao, ciao.